Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Miller's Girl. In diesem Film geht es um, Mar um äh, Jonathan Miller, gespielt von Martin Freeman. Den kennt man zum Beispiel aus Secret Invasion oder Black Panther, Wakanda Forever. Ähm, ja, dieser ist ein Literarlehrer und hat auch ein eigenes Buch geschrieben, was er so, naja, angekommen ist. Und ja, dieser Lehrer bekommt eine neue Schülerin, denn die Schülerin heißt Carol Sweet, gespielt von Jenna Ortega, die viele zum Beispiel kennen als Wednesday Adams. Oder zum Beispiel aus dem aktuellen Scream-Teil. Und ja, er ist, er ist ähm, äh, fasziniert, dass sie so viel liest und ähm, auch sein Buch kennt und so. Und die andere Schülerin, die er normalerweise dabei hat, die auch ähm, Caro den ähm, Kurs empfohlen hat, ist Winnie Black, gespielt von Gideon. Adlon, die kennt man zum Beispiel aus Bloom's House, ähm, Hexen, der Hexenclub. Und ähm, ja, sie kommt auf eine, naja, sehr pikante Idee. Und zwar sie möchte ja eigentlich den Sportlehrer verführen, den ähm, Boris Fillmore, gespielt von Bashir Salahuddin, <laughs> oh, das sind heute auch wieder schwere Namen dabei, den kennt man zum Beispiel aus ähm, Top Gun Maverick, ähm, ja, sie will den verführen und meint doch, ja komm, ihr pa du und der ähm, Jonathan Miller, ihr passt doch eigentlich gar nicht mal so schlecht zusammen und... Ähm, Beziehungsweise wäre der nicht was für dich oder so. Und nach ein bisschen hin und her fängt sie dann doch an, sich für Jonathan zu interessieren. Was dann zu diversen Problemen und Komplikationen führt. Ja, so kann man das ungefähr dann sagen. Ja, Miller's Girl ist ähm, ein Film. Ja, in welches Genre sollte man das einordnen? Das ist ein bisschen. Es ist. Ein bisschen Thriller, es ist ein bisschen Komödie. Also es ist von allen halt so ein bisschen, von, beziehungsweise von beiden halt so ein bisschen was drin. Aber der Film ist an manchen Stellen, finde ich, den schon sehr langatmig. Obwohl der nur eine Stunde 33 geht, finde ich den Film an manchen Stellen sehr langatmig, weil da manchmal an manchen Passagen einfach gar nichts gesagt wird. Einfach gar nichts gesagt wird. Aber in Gegensatz zu manchen äh, Schauspielern und Szenen, wo dann wirklich viel mit Mimik und Gestik dann gearbeitet wird, ähm, fehlt mir da so ein bisschen einfach was. Also es ist dann wirklich, da wartest du jetzt drauf, so wirklich so teilweise fünf oder zehn Sekunden. Ja, und jetzt? Und ähm, das ist an mehreren Passagen in den Filmen auch so passiert. Wo ich mir gedacht hatte, ja, jetzt Kommt doch mal so ein bisschen in die Gänge. Also, der Film hat ein sehr langsames Erzähltempo, was ähm, wahrscheinlich beabsichtigt ist, aber was dem Film an manchen Stellen einfach nicht gut tut. Was man dann aber auf der anderen Seite schauspielerisch, abgesehen von diesen Szenen, sagen muss, ist das wirklich sehr gut dargestellt. Also Jenna Ortega, die macht da wirklich einen sehr guten Job. Und genauso auch wie äh, Martin Freeman. Auch. Man merkt da einfach noch, dass da, ähm, da bringt er auch seine ganze Erfahrung auch damit rein. Was ist auch so, so diese ganze, ähm, ja, sagen wir mal, die ganzen Gefühlswelten, die dann manchmal ineinander gehen, da sehr gut darstellt. Und auch so Jenna Ortega, die hat wirklich ähm, auch ein bisschen dieses Charismatische einfach, was da für diesen Film einfach sehr passend ist. So dass dann halt die ganzen anderen Charakteren eigentlich. Ja, sagen, jetzt ja, Beiwerk würde ich jetzt zwar so jetzt nicht sagen, aber halt, der Film konzentriert sich hauptsächlich auf die beiden und das passt von der Chemie auch eigentlich recht gut, was man da in dem Film zu sehen bekommt. Ansonsten muss man sagen, ja, der Film ist schon ein bisschen literarisch auch angehaucht. Man merkt, dass das mit teilweise mit ähm, diesen fiktiven, sage ich jetzt mal, literarischen Passagen viel gespielt wird. Von dem Buch von den Herrn Miller. Oder teilweise wahrscheinlich, ich kenne manche Passagen halt einfach nicht, oder weiß nicht, ob es wirklich aus irgendwelchen literarischen Büchern halt her ist, dann auch mit da in den Film hineingeworfen werden, als Zitat oder sonst irgendwas, um da halt äh, diverse Dinge zu unterstreichen. Ja, für mich persönlich der Film hat schon so eine gewisse Spannung und auch schon so ein gewisses Oha-Moment an den einen oder anderen Stelle. Aber generell würde ich sagen, ist der Film jetzt wirklich ein Kinoticket wert? Das ist dann wirklich schon eine sehr zwiegespaltene ähm, Sache. Da war ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Für einen Streaming-Film ist er dann eigentlich dann doch wieder zu schade, weil es ähm, schauspielerisch so gut ist. Aber. Mh. Es ist schon ein sehr spezieller Film, muss man sagen. Also man muss dieses ganze, man muss auf dieses ganze literarische und auf diese ganze Story muss man sich da schon so ein bisschen einlassen, auf jeden Fall. Aber es ist im Großen und Ganzen kein schlechter Film, aber es ist jetzt auch kein überragender Film. Also, wenn man jetzt, sich da jetzt nicht sicher ist, ob der Film was ist, dann kann man wirklich warten, jetzt den im, im Stream anzugucken. Man hat da jetzt wirklich kein, 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 kein Riesending jetzt verpasst. Aber welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe. Alles, was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. So, Miller's Girl. Ein, eine Thriller-Komödie, wo aber der Schwerpunkt mehr auf Thriller liegt, mit komödischen Aspekten, würde ich sagen. Sehr literarisch angehaucht. Aber jetzt nichts, was man jetzt sagen würde. Da wurde jetzt irgendwas komplett neu erfunden. Es wurde ganz nett interpretiert. Hatte ja so, ähm, so teilweise so Momente gab, wo man sagen musste, kommt man ein bisschen in die Gänge. So ein paar Szenen waren dabei, wo ich mir dachte, ja, ich weiß, was ihr wollt, aber ich kriege es irgendwie nicht so ganz hin in der Szene. Aber nichtsdestotrotz, es ist jetzt kein Flop, aber es ist jetzt auch kein überragender Film. Somit ja schwierig jetzt das so ein bisschen zu beurteilen. Aber ich gehe mal so, ja, komm, drei, vier Sterne. Für die Leute, die es mögen, die würden auf jeden Fall eher zu vier Sternen tendieren. Aber für die meisten wird es eher so ein ja, etwas über ein Durchschnitt Film sein. Ja, das war meine Filmbewertung zu Miller's Girl. Wenn euch gefällt, was ich mache, schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten schaut auch mal auf die anderen Videos. Ich habe mittlerweile schon einige bewertet. Da könnte vielleicht für den einen oder anderen Filmabend vielleicht was dabei sein. Oder vielleicht könnte es euch davor bewahren, einen schlechten Filmabend zu haben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.